Herr Kampfgarten, könnten Sie vielleicht mal kurz Ihren Tagesablauf schildern? Ja, meistens stehe ich so um 5 Uhr auf. Ich frühstücke, wasche mich und dann beginnt der Tag. Zwischen 6 und 9 Uhr ist die Observierung der Nachbarn dran. Wer fährt zur Arbeit, wer fährt nicht zur Arbeit? Ja, 9 bis 12 Uhr sind dann alle zur Arbeit gefahren. Dann beginnt meine Zeit, Mülltonnenobservierung. Ist alles korrekt getrennt, sortiert oder sonst alles okay in den Mülltonnen meiner Nachbarn? Zwischen 12 und 12.30 Uhr gibt es dann was zu mampfen. Ja, und von 12.30 Uhr bis 16 Uhr geht es dann schön in den Mittagsschlaf. Zwischen 16 und 17 Uhr Geld wechseln bei der Bank. Für das große Highlight des Tages. Große Scheine in Kleingeld verwandeln. 17.15 Uhr geht es los. Operation Blockade. Ja, denn dann stelle ich mich mit meinem nicht abgewogenen Obst und meinen 3 Scheiben Wurst in der Schlange an. Bin ich vorne angekommen, krame ich wie wild nach Kleingeld. Das Obst ist nicht abgewogen. Der junge Mann hinter mir in der langen Schlange guckt schon genervt. Ich drehe mich nach hinten und dann atme ich meinen fauligen Geruch in seine Richtung. Ungefähr so. Ja, das ist ein Spaß. 10 Minuten später verlasse ich den Laden vergnügt und freue mich auf den nächsten Tag. Wer stört? Hey Opa, ich bin's. Mach auf. Was willst du, du dreckiger Versager? Deine Mutter hat mehr Eichen gesehen als jeder Förster. Deine Rente und so, du weißt schon, mach auf. Wo soll ich die ausgeben? Im Knast? Verpiss dich. Trottel. Mann, Opa, wenn du mich jetzt nicht reinhältst, hab ich ein Problem, Mann. Scheiße, Mann, Opa, ich muss weg, ich komm später nochmal wieder. Hau rein.